Hallöchen zur nächsten Mod vorstellen. Heute haben wir die Old Barn und eine Ruine davon, also sprich Schuppen, Hallen, wie auch immer. Da habt ihr zwei Versionen davon. Einmal hier die funktionelle, da ist auch Licht eingebaut, und bei dieser da drüben, da ist halt einfach kein Licht mehr da. Da haben wir effektiv eine verfallene fast schon. Da sind auch mehrere Öffnungen drin. Man kann sie aber immer noch irgendwie als Unterstand verwenden. Der Halle gibt es hier vorne. Hier in der funktionierenden gibt es hier vorne eine Tür. Ne? Die könnt ihr auf und zu machen, wie ihr wollt. Hier diese Türen gehen, sehen bloß aus, als wären Türen, die gehen allerdings nicht auf. Wir können aber auch mal kurz schauen. Genau. Als nächstes hier. Hier drin gibt es natürlich auch Licht, logischerweise. Und hier haben wir dann auch noch einen Lichtschalter, den könnt ihr praktisch mit R an- und ausmachen. Habt ihr hier auf der Seite auch ein bisschen Licht. Diese Andeutungen von Türen, die gehen aber auch nicht auf. Hinten habt ihr dann noch ein Tor, zwei Tore, um genau zu sagen. Ja. Könnt ihr dann auch zumachen, wenn ihr das wollt. Je nachdem, wie ihr es halt haben möchtet. So, sonst haben wir hier eigentlich nicht Großes zum sagen. Das ist die Halle. Wir können mal noch das Licht anmachen, dass man was sieht. Also da ist auch ein bisschen modrig da oben schon. Die scheint wohl auch schon auch ein bisschen älter zu sein. Aber zumindest funktioniert das Licht noch. Und ja, genau. Sonst haben wir hier eigentlich nicht wirklich viel zu sehen hier drin. Hier draußen, wie gesagt, kann man das Tor zumachen, wenn man es möchte. Ja, mehr ist aber auch nicht möglich hier. So, gehen wir mal kurz noch in die andere Halle rein. Hier habt ihr halt, wir machen einfach mal das Licht an. Es gibt keinen Lichtschalter da drin. Na, ihr habt das hier halt viele Defekte an der Hallenkonstruktion. Man kann aber immer noch was reinstellen, natürlich, logisch. Ja. Sieht doch gut aus, irgendwie auch schon auch ein bisschen alles grün da, Hanna, und ach, verfallen und so. Da könnte man meinen, das sind Türen, aber wie gesagt, geht nicht auf. Also, hier hinten steht auch noch eine kleine, ja, eine Öllampe hier. Die kann man allerdings nicht nehmen. Das ist nur reine Dekoration, aber sonst haben wir hier nichts. Ne? Auch hier habt ihr die zwei Tore. Naja, ob da groß was durchpasst, so weiß ich auch nicht. Gucken wir mal das ganze Ding noch von oben an. Ja. Die Dachkonstruktion hier ist auch schon ziemlich verfallen, wie das ganze Teil im Endeffekt. Also von dem her, ja. Trotzdem eine schöne Sache. Das Ganze ist auch fehlerfrei, da ist nichts auszusetzen, das passt soweit. Ja, also hier ist gar nichts. Also die kann man ohne Probleme runterladen und auch verwenden. Sonst kann man nicht mehr groß dazu was sagen. Download-Link wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Version 1.0 der Halle, die ist übrigens 11 MB groß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne, mach's gut und ciao.